Ich hoffe es doch. Ja, Hauptsache ein Fernseher dabei, ne? Gut, andererseits. Was will man in so einem Bunker auch machen, außer eventuell noch fernzusehen? Sofern es noch Sendungen gibt und man nicht alles auf DVD dabei hat. Ach, Pickaxe-Pilsner hast du hier noch drin, oder was? Naja, jetzt nicht mehr. Jetzt wird's gesoffen. Ich glaube, das Symbol links heißt, ich habe ein bisschen zu viel getrunken. Ist hier kein Koch? Kochstelle heißt es in der Fachsprache. Ja. Irgendwas, was so aussieht, als könnte man da was machen, aber man kann nichts machen. Steinchen. Truhe, die ich nicht entsperren kann, weil ich kein Skill habe. Zahnbürste. Müll. Nix. Nichts zum Kochen, nichts zum. Ja gut, Hauptsache das ist da. Da habe ich die Küche übersehen. Ne, hier ist die Küche, hier ist auch. Ach Gott, nee, keine Kochstelle für selbstgebrauten. Da nicht. Ein schöner Bunker, aber nichts Sinnvolles drin. Auf nach Appalachia. Und was ist das denn für ein Vorschau? Okay. Dann heißt es weiter Richtung Norden. Und überleben. Solange es geht. Vielleicht sollte ich auch mal wieder mein Camp aufbauen. Nach links muss ich rüber. Campingplatz in Dolly Sot. Ich will mal wieder ein Rad dabei nehmen. Oh, ich habe Lego ein bisschen dabei. Rad dabei. Richtiges. Campingplatz Dolly Sot. Ich wollte aber da weiter rüber. Ja. Stimpak, aufbereitetes Wasser. Sehr gut. Bin überladen und verbrauche AP. Das wollte ich nicht, ich wollte das hier. Okay, ich habe schon wieder viel zu viel Schrott dabei. Nee, ich will ihn loswerden. Also die Bierflaschen. Die Coca-Cola-Flasche. Und den Schädel ohne Schädeldecke, die ich nicht weiß, welchen ich ne habe. Weinflasche, Whiskyflasche. Leicht genug, dankeschön. Kann nicht beansprucht werden, wenn Gegner noch da sind. Okay, dann lasse ich's. Okay, ich lasse das Ding da auch weg und gehe einfach direkt hier hin. An dem großen Baum vorbei.
Ach, Wanderwege. Schöne kleine Zelte. Ja, doch bestimmt irgendeiner von euch ein anständiges Kochding, oder? Ein Wassermolch. Fitness von Dolly Sotz. Ich hab fast Angst, da reinzugehen. Eine Bastelwerkstatt. Oh. Nur Raptor. Mit 12 Level. Das war nur ein Jungtier. Ich geh trotzdem mal rein. Eine leuchtende Ameise. Level 20. Ach, das ist auch schon das Häuschen hier. Das ist ja gar nicht so weit. Na dann zu diesem Turm hier. Solly Dots, Dolly Sotz Ausguck. Hier gehe ich aber hoch. Ich habe die Hoffnung, dass hier irgendwie, irgendwo Shotgun-Munition liegt oder so. Nee, aber Splitterminen. Yahoo, Splitterminen. Anforderung eines Airdrops. Und ein Rebellion. Okay, zu dem markierten Ort, was auch immer das sein soll. Perspektive zu irgendwas, was unten eingeblendet ist. Hier scheint nämlich noch ein Familienbunker zu sein oder so. Geh weg. Hörst du schlecht? Eine Zecke! Deswegen hört sie schlecht. Hier sind die eklig. Und hier hat sogar noch eine Ausleitung. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte zu dem Ding da. Reden wir nicht drüber. Oh, ein Stimpack könnte ich mir wieder gönnen. Stimp. Okay, entweder ist hier noch so ein Familienbunker. Oder ich habe eine Antwort. Art. Oh, da ist eine Hütte. Hä? So wird die mir jetzt als König schon markiert. Schön.
Schlingerlagune. Gut. Ort entdeckt, weitergelaufen. Und ich wollte zu meiner Markierung gehen. Die sich irgendwie hier unten befindet, ich habe keinen Fallschirm oder sowas dabei. Also muss ich hier weiterlaufen. Ja. Hier könnte ich runter, glaube ich. Ja, das sieht safe aus. Bei diesem Safe House. Achong. Ella Ames Bunker. Nur hoffentlich hat es den besser in Stand gehalten als den anderen. Chunk. Sensormodul. Blackwater Brew. Kellergewölbe. Ah ja, also ein Bunker. Willkommen. Hallo, jemand zu Hause? Kann man hier Licht anschalten? Gegensprechanlage. Ich mache Licht an. Hier unten ist ein Quest. Kein Empfang hier unten. Okay, gehe ich hier rüber. Red Away, Kronkorken. Red X. Fusionsbeutel, Mikroskop. Hier kann man auf jeden Fall einiges mitnehmen. Maulwurfsrattenfleisch. Und ein Robco-Terminal. Ellas Terminal. Tue nichts Böses, aber lass dir nichts gefallen. Forschungsstudien. Achtung, alle Theorien sollten mit Vorsicht genossen werden. Ich habe zwar einen Doktor in Medizinwissenschaft und dank meiner Mama eine lobende Erwähnung in Kreisen der ganzheitlichen Medizin, aber im Hinblick auf die derzeitige Situation würde ich mich nicht gerade als eine Expertin bezeichnen. Red Shield. Wie meine Oma schon immer gesagt hat, bietet einem der Wald alles, was man braucht. Ich habe faszinierende Forschungsdaten der ursprünglichen Bewohner von Vault 94 gefunden. Gott hab sie selig. Wenn ich das verstehe, wie ich das verstehe, haben sie Blüten einer roten Ranke benutzt, um sich vor Strahlung zu schützen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie damit die Würgepflanzen meinen, von denen wir mittlerweile befallen sind. Ich habe meine Forschungsdateien auf ein Holoband übertragen, damit ich alles beieinander habe, wenn ich es Riley zeige. Der wird ausflippen. Und jetzt zur größeren Herausforderung, unbeschadet dorthin zu gelangen. Ich nehme Randys Schrotflinte mit, in der Hoffnung, dass er auf mich aufpasst. Wenn du eine zerfleischte kleine Leiche findest, ist das wahrscheinlich meine Wenigkeit. Hör einfach auf zu heulen und bring Relic das Holoband. Verbrannter. Gesamte Informationen über die Verbrannte und Brandbestien seit dem Fall von Harper's Ferry. Strahlungssignatur. Eine Reihe von Tests hat gezeigt, dass Verbrannte eine spezielle Strahlungssignatur aufweisen. Die Strahlung ist allerdings nur schwach. Sie verursacht also im Gegensatz zu anderen äußerst radioaktiven Kreaturen in der Gegend keinen Schaden, wenn man ihnen zu nahe kommt. Es sei denn, man ist auf Armlänge oder die Kreatur hat eine Waffe in der Hand. Ich hoffe, Nitrai kann mit diesen Informationen etwas anfangen. Nitrasch wahrscheinlich. Vielleicht kann er ein Gerät basteln, das uns warnt, wenn er die Signatur erfasst. Gegenseitige Erkennung. Wir wissen bereits, dass der Brandvirus auf jedes Lebewesen übertragen werden kann. Von Maulwurfsratten bis zu Menschen. Der Virus kennt keinen Unterschied. In Harper's Ferry konnten wir beobachten, wie eine Gruppe aus Brandbestien und Verbrannten Seite an Seite angriffen. Seitdem haben wir weitere verbrannten Kreaturen gesehen und die erkennen, wenn andere Tiere von derselben Krankheit befallen sind.
Vielleicht ist es doch eher ein Parasit statt ein Virus. Oder etwas noch Komplexeres, eine Art kollektive Intelligenz. Brandbestien. Die Brandbestien haben sich an der Spitze der Raubtiere in Appalachia gesetzt. Sie entwickelten sich zweifelsohne aus einer Spezies von Fledermaus, was bei ihrer Größe natürlich unheimlich faszinierend ist. Ich stelle mir gerne vor, dass sie von den winzigen Fledermäusen abstammen, die wir immer aus den Höhlen gejagt haben, als ich noch ein Kind war. Mein Vater sagte damals, eines Tages würden sie sich rächen. Natürlich kann ich in dem Labor hier keine DNS-Tests durchführen. Es wird also bei der Theorie bleiben. Aber wenn sie noch über fledermausartige Eigenschaften verfügen, können wir versuchen, sie mit hohen Tönen zu verwirren. Krankheiten, noch nicht vollständig. Nicht vergessen, Informationen über folgende Krankheiten hinzuzufügen, soweit du dich richtig ausruhen konntest. Schlacklunge, Glühpusteln, Knochenwürmer. Klingt lustig. Tagebuch, die unterhaltsamen und spannenden Gedanken von LA1. Harper's Ferry. Wir sind nach Harper's Ferry zurück. Wir sind nach Harper's Ferry zurück. Es lief nicht alles nach Plan. Wir haben unser Bestes gegeben, aber Mutter Natur versucht, und mit aller Macht, alles zurückzufordern, was sie einst verloren hat. Mit ein bisschen Hilfe durch das Eingreifen der Menschheit und in die Evolution. Es ist wirklich herzzerbrechend. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ich bin im Atombunker, was soll passieren? Es ist wirklich... Ihre Kooperation. Es ist wirklich herzzerbrechend, wie die Stadt zerstört wurde und vor allem, wie schnell. Wir waren auf einen Angriff durch eine solche Kreatur nicht vorbereitet. Wir hatten nur die Geschichte gehört. Geschichten gehört. Und jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Die Bedrohung ist reell. Riley war nicht bereit, uns dort weitermachen zu lassen. Erst recht nicht, nachdem die Verwundeten diesem verbrannten Virus oder was auch immer es ist, zum Opfer gefallen sind. Jetzt sind wir also wieder hier und ich kann nur hoffen und beten, dass wir eine Möglichkeit finden, und dagegen anzukämpfen. Keine Zusammenarbeit. Ich habe heute mit Relic darüber gesprochen, dass uns mit den Respondern in Verbindung zu setzen. Deren Erfahrung mit den Verbrannten konnte uns sicherlich bei unserer Nachforschung helfen, aber er hat natürlich abgelehnt, weil wir angeblich nicht genug Ressourcen haben, um irgendjemand außer uns selbst zu helfen. Rein logisch gesehen hat er schon recht. Nach der Aktion der Harper's Ferry haben wir nichts übrig, was wir entbehren können. Und ich verstehe ja, warum wir hierher zurückgekommen sind. Wir müssen eine Lösung finden, um zu überleben. Und die wird nicht nur uns helfen. Jakob hat mir angeboten, für mich Blumen suchen zu gehen. Er schwört fest darauf, Rotklee und Passionsblume besser als seine Westentasche zu kennen. Man hätte meinen können, er wäre ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter Blumen pflücken geht, so aufgeregt wie er war. Natürlich ist er jetzt schon viel zu lange weg. Ich hätte ihn nicht gehen lassen sollen oder ihn zumindest begleiten müssen. Gott sei Dank hat Charlie sich bereit erklärt, nach ihm zu suchen. Er hat mich allerdings nicht mitkommen lassen. Geheimnisse. Ich habe heute mit Nirash gesprochen. Als Doktor. Nach einer eingehenden Untersuchung seiner Familiengeschichten und Symptome glauben wir beide, dass er an Parkinson im Frühstadium leidet. Aber wir können das natürlich nicht sicher wissen. Ich musste ihm schwören, dass ich es niemandem verrate. Noch etwas, das ich geheim halten muss. Meine Güte, Redhead würde mir der Hals umdrehen, wenn er davon wüsste. Er ist sein bester Freund und jetzt auch noch Nirash. Fehlt nur mir nur noch, dass Eddie mit Krebs zu mir kommt. Mitteilung der Freien Staaten. Der leuchtende Sumpf. An alle, wir haben kürzlich die schlimmsten Bedingungen überlebt, die es im Moor je gegeben hat. Falls sich so etwas jemals wiederholen sollte, sind folgende Schritte zu befolgen. Travisy Dam. Turbine ganz aufdrehen, um den Fluss ablaufen zu lassen. Dryer Jam. Anweisungen der Operation strahlend rein befolgen und in den Fluss leiten, um die Strahlung zu absorbieren. Töten Sie alle leuchtenden Kreaturen, die Sie sehen. Fragen, Sie wissen, wo Sie mich erreichen. Relay. Das Rankenherz. An alle, Eddie sagte, dass die Ghule und Meyerlurks abgewehrt haben, die scheinbar von Würgepflanzen befallen waren. Die Kreaturen arbeiten zusammen, als wären sie von etwas kontrolliert worden. Schließlich fanden sie etwas, das, was er das Herz nannte. Das Herz zu entfernen stoppt die Kreaturen, aber es gibt keine Garantie, dass das nicht erneut passiert. Falls jemand auf eine von Ranken befallene Kreatur stößt, sollte dies sofort Eddie und seinem Team berichtet werden. So können sie jedes kontrollierende Herz in der Gegend ausfindig machen und stoppen. Relic. Brandbestien. An alle, ich weiß nicht, wie viele Leute dies nach dem Angriff auf Harper's Ferry erreicht, aber seien Sie versichert, dass wir hart an einer Lösung für diese neue Bedrohung arbeiten.
von der letzten Übertragung der Bruderschaft wissen wir, dass wir alle, dass wir auf uns allein gestellt sind und dass ihre Berichte wahr waren. Wir können im Augenblick nur raten, dass sie in den Unterkünften bleiben, die sie hoffentlich gefunden haben. Falls sie diese verlassen müssen, sollten sie möglichst viel in Deckung bleiben. Relic. Brandsektenköder. Brandbestienköder. Nach vielen Verlusten haben wir an mehreren Orten Bestienköder ausgelegt. Sollten Sie jemals in eine Situation geraten, in der sich eine Brandbestie in der Nähe aufhält, lassen Sie Ihren Pip-Boy eingeschaltet, um Prioritätsmitteilungen zu empfangen. Eddie ist gerade dabei, sie zu verfassen. Schon bald schicken wir Anweisungen für den richtigen Gebrauch, aber vergessen Sie nicht, handeln Sie nach bestem Ermessen. Nutzen Sie den Köder, wenn Sie vorbereitet sind, doch gehen Sie möglichst immer in Deckung. Alle. So, ich habe jetzt... Stimpak. Unerwartet eine Mission eröffnet und ich muss auf die Karte gucken, wo die Bombe schlägen tut ein. Okay, hier im Süden scheint richtig die Post abzugehen. Hier ist eine Bombe schon mal gefallen, hier ist schon mal eine Bombe gefallen und natürlich ist hier öfter eine Bombe gefallen. Und ich guck mal kurz, wen man hier kennen könnte. Dartok kenne ich nicht, die kenne ich nicht. Wer weiß, vielleicht spielt ja gerade irgendwie ganz Berühmtes hier drin. Nee, einer, den ich vom Namen her kenne. Untersuche das Gebiet. Hier bin ich jetzt gerade. Da ist auch noch Forschungsbericht. Und da muss ich sowieso hin. Wirkepflanzenschote. Gibt's hier noch was Sinnvolles bei dir drin? Also sinnvoll im Sinne von, ich kann damit Leute Dinge erschießen. Stange Zigaretten ist egal, Zigarrenkiste ist auch egal, warum hat man das überhaupt im Keller? Ich glaube, hier ist die Abluft nicht so gut. Okay, was hast du hier noch? Oh, Kriegsgeld. Waschmaschinen habe ich. Ein schönes Privat. Mich. Dran. Charles Onwalker, ja, wenn ich noch mehr einen Schutzschein von dir in diesem Bunker finde, ziehe ich dir das Fell über die Ohren, auch wenn du ein Brocken von einem Mann bist. Mrs. Ames, auch bekannt als deine Älteste, der du verdammt nochmal mit Respekt begegnen solltest. Rose, was? Ihre aufgebrötelte Vase mit Weidenmuster. Wäschekorb, Spielzeugtruck. Schön, dass hier jemand wohnt. Und hier ist auch noch mal eine Behausung. In einem großen Koffer. Ein Bügelbrett, was man natürlich hier unten auf jeden Fall braucht. Denn selbst in Apokalypse sollte man immer mit einem gebügelten Hemd rausgehen. 15. Juli 2079. Wow. Wer hätte gedacht, dass ein bisschen Strahlung die Welt so auf den Kopf stellen kann. Wir waren, wie lange, vielleicht ein paar Jahre in dem Bunker. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Strahlung allein in einem so kurzen Zeitraum so viel angerichtet hat. Da wären zum Beispiel diese orange-roten Ranken, die sich überall langschlängeln. So etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Ich habe eine Kröte gesehen, die größer als eine Badewanne war. Einen Zwölfender mit zwei Köpfen. Und Insekten, von denen du sicher lieber nicht hören willst. Ich habe angefangen, Proben zur Analyse zu entnehmen. Hoffentlich lassen sich die Pflanzen wenigstens als Naturheilmittel nutzen. Raleigh macht sich daran, die Erde und das Wasser zu untersuchen.
Wir können uns wohl glücklich schätzen, dass man die Luft atmen kann. Aber dieser Ort, ich bin hier aufgewachsen und erkenne kaum etwas wieder. Auf so etwas waren wir nicht vorbereitet. Erhöhter Giftgehalt, kleinere Mutationen, klar. Aber ganz ehrlich, Darwin würde hier draußen seinen Verstand verlieren. Oder feiern, dass wirklich die überleben, die am besten sich anpassen an die neuen Bedingungen. Schuldschein Whisky. Schulde eine Flasche Whisky. Schuldschein Kippen. Eine Packung Kippen. Okay, genug des Lustigs. Ich finde hier keine Munition mehr. Aber es sieht gemütlich aus. Rattengift, Rattengift. Wieder raus ins gute Appalachia und noch weiter nach Norden, um zwei Leute jetzt zu finden. Also eine Hütte und ein Leutchen. Ich bin gespannt. Jetzt mal die Markierung in die Mitte. Hier ist noch ein Häuschen. Häuschen. Was ich gerne entdecken möchte. Und dann wirklich an mein Ziel renne. Danke, dass ich hier nicht durch kann. Und danke. Die sich gegenseitig bekämpfen. Nicht auf mich schießen, ich habe nichts getan. Keine Ahnung, was das ist. Ja, ich gehe ja schon. Und rüste mir eine Pistole aus. Ist hier Bunkershausen oder ist noch ein Bunker? Ah, ich bin auf dem Weg zu ihr, okay. Da ist ein Bunker, da ist ein. Ach komm, ich gehe erstmal zu dem Findepunkt hier. Hochmoor! Hochmoor kommt von dem Fall. Ja. Dann dieses Hütchen. Southampton anwesend. Auch noch ein großer. Ich wollte doch nur hier rein. Ja, leck mich doch. Kommt doch alle gleichzeitig hier, Alter. Sieht man das eigentlich? War nicht cool. Okay, wo ist totale Katastrophe ist mehr?
Treff doch mal. Ruhe. Hatte weh und den Pack. Schreibmaschine. Buff out. Ente.